So, willkommen zu einem kleinen Anleitungsvideo zum Arbeiten mit YouTube. Wenn ihr die YouTube-Seite geöffnet habt mit dem Video, dann müsst ihr das Video natürlich erst einmal starten. Dazu klickt ihr auf dieses Das Symbol. Als erstes tun wir etwas, das beziehungsweise auf das Video selbst schon lange notwendig gewesen wäre. Wir sehen, ist das Video ausgewählt, kann man das Video auch mit der Leertaste starten. Hier oben unsere Datei ist immer noch nicht abgespeichert. Und auch anhalten, das ist der einfachste Weg. Mit der Cursor-Taste Pfeil rechts könnt ihr 5 sekundenweise im Video vorwärts gehen, also vorspulen, oder auch 5 sekundenweise zurückspulen. Haltet ihr die Taste Steuerung gleichzeitig gedrückt, geht das sogar im 10-Sekunden-Rhythmus. Ihr könnt also euer Arbeitstempo selber bestimmen, könnt anhalten, wann immer ihr meint, etwas nachvollziehen zu müssen. Mit der Tastenkombination Alt Tabulator-Taste könnt ihr die Folienpräsentation aufrufen, könnt hier die nötigen Versuche durchführen. Mit Alt Tabulator gelangt ihr wieder zurück, könnt das Video als neu Datei erneut mit der abspulen. Endung ODP. Wenn ihr was überhört oder überhört habt oder nochmal hören wollt, geht ihr einfach ein Stück zurück. Arbeitsbereich befinden sich die Daten, die jetzt. Und auf diese Art und Weise solltet ihr also in der Lage sein, euer eigenes Tempo zu finden und diese Anleitungen entsprechend nachzuarbeiten. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg. Bevor ich es vergesse, ich könnte ja noch einen Tipp geben zum Thema laut und leise. Klickt ihr das hier an, den Lautsprecher, dann wird der Ton ausgeschaltet. Ihr seht es an dem Kreuz, sollte das an sein, könnt ihr natürlich keinen Ton hören. Ist es euch zu laut, könnt ihr den Ton hier einstellen, die Lautstärke. Ihr könnt das Video auf später verschieben, das Ansehen. Untertitel haben wir keine dabei. Einstellungen müsst ihr selber schauen. Aber das ist sicherlich eine hilfreiche Funktion, die ich jetzt hier nicht anschalten kann. Dann wird nämlich das Video im Vollbild dargestellt, nimmt also den ganzen Bildschirm ein und die Alt-Tabulator-Taste sollte trotzdem noch funktionieren. Gut, jetzt bin ich aber dann wirklich fertig.